Diese Ruhe. Diese Ruhe in Diamond City. Eigentlich doch so gesehen sehr friedlich, ne? Man vergisst eventuell, dass die Welt draußen ein Abgrund ist. Und so gesehen hat man nicht mehr viel. Man hat sich, vielleicht seine Liebsten, ein Arthouse-Dach über dem Kopf. Aber im Groben und Ganzen geht's einem doch gar nicht mal so schlecht. Der ganze Großteil außerhalb, was man früher hatte, war Luxus. Aber auch nur mit dem Nötigsten kann man sich zufrieden geben und ein möglicherweise glückliches Leben führen. Aber diese Idylle wird jetzt leider gestört werden. Beziehungsweise nicht diese Idylle, aber so die allgemeine Idylle. Weil wir werden uns jetzt auf den Weg begeben, unseren Sohn zu retten. Zumindest erstmal gucken, ob der Sohn noch da ist, wo wir ihn eventuell vermuten und wo Doc mit ihm aufspürt. Und damit auch willkommen zurück bei Fallout 4. Los, Hundi! Durch den Skill Härte erhöht sich deine Schadensresistenz. Wäre eigentlich auch nicht übel. Aber ich bräuchte generell noch ein paar mehr Tragekapazitätspunkte in Rüstung. Und wenn ich das gerade so richtig mitgekriegt habe, kann ich Dogmeat mitschleppen und Kate. Das heißt, wir sind jetzt ein Dreier gespannt. Oh. Ist ja wie Gassi gehen. Oder, Kate? Na, so, los, Hundi. Ich folge dir unauffällig. Warte mal. Sie wird sterben. Sie braucht Hilfe. Schnell. Sie ist hier drin. Hilf ihr. Ich vertraue dem Braten, Lul. Aber ich bin ein gutmütiger Mensch. Und wenn jemand von Weitem schon um Hilfe brüllt, ja, dann werde ich da wohl mal ganz kurz helfen. Und gefasst sein auf eine Schießerei, einen Überfall. Schnell. Ich vertraue dir keinen Meter weit, Mädchen. Pass auf, hier geht's gleich ab. Hey, du solltest sie doch durch den Keller reinbringen. Mund halten, sie kommen jetzt hier entlang. Achtung! Ich wusste, dass das ein Fehler wird. Also mir war das schon bewusst, dass das eine Falle ist, ne? Weil... Was dauert da so lange? Ich weiß nicht. Vielleicht solltest du mal nachsehen. Meinst du, das mache ich nicht? Ich will sowieso nicht mehr rumsitzen. Was soll das Versteckspiel? Warum schießen wir ihn nicht in den Kopf, sobald sie durch die Tür kommen? Wer ist da? Hey. Demo.
Den Kopf brauchst du nicht mehr, oder? Ach, Jungs. Ihr Raider habt echt nichts in der Birne. Munition brauchst du nicht. Kronkorken sind mittlerweile ein Pärchen. Also wir teilen uns eh alles. Alles für nichts und wieder nichts, Jungs. Ihr hättet ein ruhiges Leben haben können, ne? Ohne Stress, ohne Ärger. Ich meine, klar, das schnelle Geld machen ist immer schön und gut, aber... Bei dem schnellen Geld habt ihr auch nichts gehabt. Weil jetzt seid ihr tot. Ich hab gewonnen. Das Einzige, was jetzt noch für mich zählt, ist euer Scheißklauen und dann bin ich weg. Aber ist die Frage, ob es hier generell auch mal Schönes gibt. Farbe. Stelle grüne Farbe her. Du brauchst blaue und gelbe. Das hier. Wie Farbe willst du denn noch? Habe ich nicht. Jo. Ja. Kann ich das irgendwie nehmen? Oder habe ich das was falsch gemacht? Ach, keine Ahnung. Ich bin kein Farbenexperte. Zumindest nicht mehr. Zumindest nicht mehr. Ich habe ja mal mit Farben gearbeitet. Ist aber auch schon mal Jahre her. So. Das ist einfach ein kompletter Haushaltsladen. Also Waschmaschinen, Schauspieler, Trockner, alles da. Da geht's wieder raus, da will ich ja nicht raus. Geht, komm, rennt nicht weiter. Was hat er noch gefahren? Komm schon wieder ran. Warum seid ihr so? In diesem kleinen Ding ist ein Kampfgewehr drin. Naja, Logik, ne? Manchmal vermisse ich sie. Siedler, Verkäufer, Verkäufer, Siedler, Verkäufer, Siedler. So, habt ihr hier einen Leichenschauplatz ausgemacht? Ist ja widerwärtig. Ist das widerwärtig? Wo ist denn eigentlich, Madame? Hilfe! Ist der drin, braucht Hilfe. Mhm. Da raus ins Ding, okay. Das ist Toiletten. Und Gruppenfahrrad. Es gab eine zweite Etage. Okay. Sesam öffentlich. Ein Meister-Save. Naja, wir haben ja genug Klammern, da kann man lange dran rühren. Ah, hier oben irgendwo.
nicht weit nach links. Na, alle gut, wir sind drei. Patronen, Patronen, Patronen. Vorkriegsgeld. Ich habe ein Déjà-vu. Beziehungsweise weiß ich, was mit dem Vorkriegsgeld später passieren wird. Ich müsste eigentlich mal nach Hause und meine Munition Produktion überprüfen. Lagerraumschlüssel. Nick and Francis, du kannst das Hightech-Beleuchtung im Siedlungsverstecken bauen. Geil, ich kann noch mehr Stuff bauen. Ich freue mich. Glaube ich. Oh, noch mehr Munition. H-Klammer mit 6 H-Klammern. Munition auch dabei. Ich glaube, Munition ist mittlerweile das, was ich am meisten wirklich nicht mehr groß brauche. Hier ist auch ein Kohlkuchenvorrat. 2 Buffets, okay. Gut, aber ist auch nicht das, was ich suche, ne? Ne, komm jetzt. Dankeschön. So, den sind jetzt hier erstmal auch erledigt. Hier waren wir jetzt komplett überall. Gab es hier unten noch irgendwo einen Weg? Hier war noch was. Cool. Ich glaube, der Schlüssel, den ich... Das ist Platzverschwendung. Nein, es ist nicht. Der Schlüssel war, glaube ich, nur für den Raum, wo das Stealth-Boy drin war, nötig, ne? Ja, was würde ich ja nicht wollen, bin ich ehrlich. Gut, hier ist nichts weiter. Okay, mach mal Platz da. Dankeschön. So, dann sind wir jetzt aber durch. Tja. Dann können wir jetzt gehen. Das war echt so ein schöner kleiner Laden, ne? Aber leider. Naja. Ich weiß auch nicht, wo Dogmeat ist, ne? Ist er erst draußen geblieben? Ist er erst mit reingekommen ins Haus? Ich hab null Plan. Absolut null Plan. Aber egal. Naja. Wieder das Zeiten. Klar, das Zeiten. So, gut. Wir wollten da lang. Ich habe das nächste Gebäude gesehen, wo ich hätte reingehen können und wollen und vielleicht auch sollen. Keine Ahnung. Ist da Verspeimer? Ich bin eigentlich ziemlich voll. Pass mal auf, Dogmeat. Wir werden zwar da hingehen, wo ich hin muss, aber auch nicht reingehen. Ist das denn echt eine Retro-Spur? Warte, hörst du das? Ja. Deswegen bin ich ja auch auf. Werden wir verfolgt? Okay, ich glaube, wir müssen durch. Tja.
Jetzt haben wir noch ein verstrahltes Hirsch. Links. Ja, komm, Polanski. Polanski! Atombunker für kleines Geld! Nein, danke. Dann lieber nicht. So, dann können wir uns das weiter fortbewegen. Such nach Hinweisen zu Keller. Hier, Aschbücher. San Francisco Thunderheads. San Francisco Thunderheads. Kelloggs Lieblingssorte. Bingo. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Ja, ist er durchs Wasser gewatschelt, oder was? Genau das Lied. Wie denn dabei her hier mitten? Der Bruder. Mein Mädchen verwöhnt. Baumwollgarn. Ich bin mir ehrlich, ne? Ich hab die gerade gar nicht verfolgen, um dass die Optik angeflogen kam. Naja. Hier ist schon so viel Stuff im Umkreis, wo ich gerne hinwollen würde und gucken und... Ach, Mann. Ich meine, gut, wir sind in der Vault. Alter. Sagen, statt von zwei Schüssen wenigstens eintritt. Ah, es ist ein Leuchtender. Auch das noch. Bleib doch hier, du Ding. Okay, er erschießt sie quasi im Verbuddeln. Danke. Ah, das ist wegen der Super doch noch. Ich mag diesen kritischen Schuss. Alter, egal wo wir hingehen, ne? Es ist wieder mörderisch viel los. Wir haben Stechmücken, wir haben den Raid. Okay, gut, okay. Die Raider sind auf meinen Mist gewachsen. Ich bin da reingegangen, weil... Ja, ist mal klar. Glück. Plus zwei Glück. Lederrüstung. Oh, ne Moment. Aber ja, die... Maulwurfsratten kamen jetzt hier rausgedüdelt. Die Stechmücken kamen hier rausgefeuert. Die Raider, gut, die sind auf meinem Mist gewachsen, gebe ich zu. Aber naja. So, Railway Stimpack nehmen wir mal ganz kurz ein. Ich bin normale Pistole hier weg damit. Will ich nicht. Die eigentlich auch nicht. Ich habe ja schon eine gute 10er. Ja, weg damit. Ich brauche nicht jeden Scheiß. Das brauche ich auch nicht. Warum habe ich das? Gut, das war ein Geschenk samt den Filzhut. Das sah gerade geil aus, wie die beiden Waffen so runtergefallen sind. Oh, achso, nee. Ich hatte die eine, hat sich gerade gedreht. Naja, gut. Ein Düngemittelsack. Nur den nur mit. Warte, Dogmeat. Nicht zu finden hier. Gut, denke mal weiter. Ach, jetzt ist mir runter, oder was? Suche nach Hinweisen zu Kellogg. Egal, was hier war. Blutspritzer.
Bin ich jetzt Leichendetektor oder was? Dieser Kellogg macht es uns wirklich nicht einfach, was? Blutiges Verbandszeug. Eine gute Fährte für Dogmeat. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Wer bist du? Noch ein Raider. Wobei du nicht so aussiehst wie ein Raider. Du siehst halbwegs normal aus. Halbwegs. Auch wenn ich mich immer noch frage, woher wusste Nick, dass wir einen Hund namens Dogmeat haben? Schön, dass der Idioten-Perk immer noch nebenbei leicht triggert, ne? Zwar nicht mehr so aktiv, wie er hätte sein können, aber er kommt immer noch häufig vor. Das gefällt mir. Da ist ein Jaruk bei. Er ist ein bisschen aggro, der Junge. Liegt nicht daran, dass ich gerade auf ihn geschossen habe, ne? Ich weiß gar nicht, sind Jaguars eigentlich auch Bären oder welcher Tiergattung gehören die an? Aber ich sag euch, diese Route hier wird langsam echt ein Schlachtfest. Stechmücken, Maulwurfsratten, Mischlinge, ein Jaugewei, okay, verkrüppelt, aber trotzdem. Es wird nicht schön. Zwischenstation. Naja, dann machen wir mal eine Zwischenstation, würde ich sagen. Wobei, Trick or Treat, ja, hier dürfte eigentlich nicht viel sein. Hallo, Kate. Kram will ich das ja nicht mitnehmen. Batterie, ja gut, wenn es ja nötig wäre. Pakete. Schädelknochendecken würde ich nicht haben. Auch hier werden wir Leichen präpariert und anscheinend eine Öffentlichkeit hingestellt. Ich mag die Ladezeiten zum in Häuser reingehen, die sind bei weitem kürzer. So, Abkürzung. Kann ich eigentlich schon ziehen irgendwie? Nö. So, wo ist Hundi? Dogmeat ist. Unterirdisch. Das Problem hatte ich schon mal. Oder ist hier lang? Ach, er ist hier lang, okay. Ich hatte schon mal das Problem im Stream damals, dass der Hund sich unterirdisch irgendwo lang geglitscht hat. Aber er ist, Gott sei Dank. Ich lege diesen Kellogg eigenhändig dafür um, dass er uns hier wie die Blöden rumlaufen lässt, um ihn zu finden. Auch wenn du das machen möchtest, du dir keinen Zwang an. Tu dir damit keinen Zwang an. Du weißt untersuchen. Eine Attrappe, was? Sehr schlau. Ich bin froh, dass ich in die Büchsen gerannt bin. Die Büchsen waren nämlich gerade gleich gefährlich. Ich weiß auch echt nicht mehr, wo der genau gehaust hat, ne? Also Kellogg habe ich schon mal gefunden im Stream. Und danach habe ich nie weitergemacht. Deswegen weiß ich auch nicht, wo der gehaust hat. Der Zeitspanner. Geld kommt, Geld ist da. Gut. Nichts Böses in der Nähe. Die Stadt hier ist ein bisschen überschwemmt worden. Da braucht man auch nicht.
Lass du mich jetzt erschrocken, Kollege. Mach den Kopf zu. Lässt du mal meinen Hund in Ruhe, Kollege? Und auch er kommt ziemlich oft, ne? Wo wir gerade das Thema mit dem Inselperk hatten. Das wird den Idiotenperk, wie ich ihn gerne nenne. Ja, geheimnisvolle Fremde kam auch öfters mal. I mean, ich finde das nicht schlecht. Ich finde es gut, wenn er kommt. Das erspart mir ein bisschen Arbeit und Munitionsverlust, ne? Ich muss mal kurz das gucken, ob ich der Stufe habe ich denn überhaupt. Stufe 1, ja. Der Jotenperk ist aber ein bisschen mehr, ne? Aber die Intelligenz muss dafür sinken. Ich bin schon auf 6 Intelligenz. Also da könnte schon mehr sein, aber aktuell bin ich mit der Sache ganz zufrieden. Mich juckt es hier reinzugehen, aber eigentlich auch nicht. Wo sind wir überhaupt jetzt schon? Ach, hier ist die Power-Rüstung, die ich nicht haben wollte. Hier ist Volt 81. Aber wir sind einmal komplett hier lang durchgerannt. Okay. Ich sag gar nicht, wo Kellogg sitzt. Ist das nicht in Fort Hagen, oder? Nee. Obwohl, könnte doch sein, dass wir Richtung Fort Hagen kommen, oder? Da hat er einen Besuch mitgebracht, das geht. Wieder Idiotenburg. Aber was ist der andere? Der war hier Mecker. Halt mal still, das Beinchen. Das brauchst du nicht mehr. Da ist doch. Ich wünschte, man könnte in der Animation noch das Ziel wechseln. Das wäre episch gewesen. Was du angegriffen, schießt dir ein das Bein weg, hast du zwei Schüsse übergeladen, drehst auf der anderen und schießt dir noch einen Flug ab. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Aber naja, das wäre, glaube ich, auch nicht ganz so realitätsnah. Wobei Realität ja immer wieder eine. Kritisch, ich werde diesen verdammten Hund noch in meinen Träumen bellen hören. Angreifer, Waffen unverzichtbar. Bekannter Söldner, Anwendung extrem. Bin ich zu schwer? Ich bin zu schwer, okay. Dann. Hey. Was gibt's? Kate? Klar, ich nehme gerne. Halt gerne was für dich. Das ist auch schon alles erstens Dreck voll, ne? Obwohl, nee, Schrott ist doch rein. Da auf, hier kriegst du ein bisschen Schrott. So ein bisschen, was ich abgeben kann. Ist eh bloß bis zum. Angreifer, Waffen. Was haben wir denn hier? Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ja, die sind auch definitiv nicht mehr vorhanden. Die Folgen. Dich hat's ja so richtig zerlegt. Kritische Systeme funktionsunfähig. Feindlicher Mensch, zu mächtig. Wir sind noch auf der richtigen Fährte. Hoffentlich ist es nicht mehr weit. Ich würde dich ja reparieren und mitnehmen, aber mein Roboter-DLC funktioniert ja auch da auch nicht. Was mich immer noch ein bisschen ärgert. Aber da hat mir ja jemand in den Kommentaren geschrieben, es gibt eine Möglichkeit, die ich bis jetzt immer noch nicht versucht habe.
Mädchen nicht. Sei brav. Sei brav. Hallo Auto. Vor den Autos habe ich immer Respekt. Gehörigen Respekt. Hast du gerade meinen Hund geschlagen? Ich mache dich kalt, Kollege. Ja, vor Autos habe ich Respekt. Deren Physik ist echt... Naja. So, da ich jetzt nicht weiß, wie lange Doki noch läuft, wir uns hier irgendwo wiedersehen, ja, vermutlich, beenden wir die Folge einfach mal ganz kurz zwischenzeitlich hier, weil ich bin auch ein bisschen zeitlich knapp unterwegs. Deswegen will ich die Folgen auch nicht unnötig länger treiben. Deswegen sage ich einfach erstmal Danke fürs Dabeisein und fürs Zuschauen. Ja, Dogmeat, wir gehen gleich, warum du gerade wir gehen gleich weiter. Ja, ich sag danke fürs Dabeisein und fürs Zuschauen. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auf der Suche nach Kellogg. Mittendrin mal ganz kurz Sachen loswerden und dann weiter nach Kellogg suchen. Aber ja, ich sag danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.